Hallo zusammen, alle Freunde des 10 BBC-Programms. Ich habe heute endlich den Dirk mit hier auf Videokonferenz sozusagen. Und hat ein bisschen gedauert, bis es jetzt geklappt hat, aber wie man sagt, was lange währt, wird endlich gut. Und ich bin mir sicher, dass der Dirk so viel zu erzählen hat, so viel Interessantes, dass sich jetzt das Warten gelohnt hat, bis das Video fertiggestellt werden konnte. Und also wir haben jetzt gedacht, dass vielleicht 15 bis 20 Minuten dieses Video dauern soll, aber für den Fall, dass es länger dauert, denke ich, wird es auch okay sein, denn wie gesagt, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass Dirk sehr viel zu erzählen hat. Dirk, nicht jeder kennt dich, stell dich doch kurz vor, bitte. Ja, dann sage ich erstmal Hallo David, hallo zusammen und hallo alle 10 BBC-Freunde. Wie sagt man das so schön? Wie man merkt, bin ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Das erste Mal für mich heute. Und klar, ja, wie gesagt, mein Name ist halt Dirk Broth und ja, ich bin 37 Jahre jung mittlerweile. Fühle ich mich wieder richtig jung. Ja, lebe in Hamm, in dem schönen Nordrhein-Westfalen, westfälischen Hamm. Halt, bin vom Beruf halt Logistikleiter und habe das Programm 10 BBC halt im Februar für mich entdeckt. Okay, super. Erzähl uns doch ein bisschen zu deiner Ausgangslage, bevor du 10 BBC entdeckt hast. Ja, das mache ich natürlich sehr gern. Es war eine ganze Zeit lang, dass ich für mich halt nur noch das Berufsleben und das, ich sag's mal ganz bewusst, das Fressen für mich entdeckt hatte. Also arbeiten, fressen, sage ich ganz bewusst. Und dass mein Körper mir dann im Ende letzten Jahres, im November, das erste Mal gezeigt hat, dass es so nicht weitergeht. Mit 160 Kilo bin ich dann einfach mal umgefallen und war ohnmächtig im Büro durch kurzen Husten. Und ja, dann war ich froh, dass meine Kollegen in der Nähe waren, mir direkt helfen konnten. Aber das war schon nicht mehr schön. Okay, also so ein einschlagendes Erlebnis letztendlich, wo du dann gesagt hast, okay, hier muss was passieren, ansonsten geht's den Bach runter. Genau, richtig. Das war natürlich für mich erstmal erschreckend, das erste Mal, aber da ich ja so ein Mensch war, der eigentlich nie auf seine Gesundheit geachtet hat, ist mir das im November auch dreimal passiert und im Dezember auch noch zweimal und im Januar dann noch einmal, wo ich dann endlich mal zum Arzt gegangen bin, okay, um das einfach mal zu checken. Okay. Das heißt, du bist jetzt keiner von denen, die schon seit von Kind an immer dick waren, sondern du hast dich durch die Arbeit, durch den Stress irgendwie sozusagen, hast es irgendwie angefressen über ein paar Jahre hinweg, oder? Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Also ich war schon immer ein bisschen stabiler als andere Menschen, sage ich einfach mal. Aber halt in diesen Übermaßen, wie es in letzter Zeit war, wo ich dann halt in den letzten 5, 6 Jahren circa mir so 50 Kilo nochmal angefressen habe, das ist schon ganz extrem gewesen. Okay. Das heißt, hattest du dann, bevor du 10 BBC probiert hast, auch andere Programme ausprobiert? Ja, ich habe, was heißt andere Programme jetzt nicht wirklich, aber wenn man mal im Internet unterwegs ist, dann findet man ja, glaube ich, zigtausende von Informationen und Anbietern, die halt sagen, mach's mit mir, da hast du Erfolg. Und da gehört sicherlich auch Detlef mit der einen Seite darunter, den ich aber derzeit noch nicht entdeckt hatte. Mhm. Ich sag mal, die Brigitte, die Zeitung, schreibt auch jeden Tag hier 20 Pfund in 7 Tagen, das schaffst du. Und das glaubt auch jeder Mensch und kauft diese Zeitung irgendwo. Ne? Ja. Ja. Also war dann 10 BBC dein erstes richtiges Abnehmprogramm, mit dem du dich wirklich beschäftigt hattest? Oder hast du vorher auch schon irgendwie, ich weiß nicht, die Atkins- oder Kohlsuppendiät oder was auch immer probiert? Nein, also probiert habe ich das nicht. Ich habe mich wirklich mit 10 BBC das erste Mal richtig auseinandergesetzt, auch derzeit halt mit meiner Gesundheit zu dem Thema auch komplett auseinandergesetzt und bin letztendlich froh, dass ich dann halt den Zugang zum Detlef die Soße, zu dem Programm halt dann gewählt habe. Okay, wie bist du auf 10 BBC gekommen? Ja, einfach durch das bisschen Rumsurfen im Netz halt, wie gesagt, da waren ja sehr viele Anbieter und dann bin ich halt auf dieses Make You Sexy gestoßen und klar, sexy bin ich jetzt noch nicht richtig mit meinem Kilo, die ich abgenommen habe, aber ich fühle mich sexy, sagen wir es mal so. Okay. Und dadurch, dass ich halt den Detlef die Soße halt irgendwie schon in verschiedenen Sendungen gesehen habe, auch in seinen Coaching-Dingern da, wo er da unterwegs war, ich fand ihn einfach authentisch und vertrauensvoll. Okay. Und deshalb waren dann halt diese 79 Euro, die haben mich natürlich auch erstmal skeptisch gemacht. Ne? Da hast du gesagt, Mensch, da bezahlst du schon wieder was. Und dann ist das wahrscheinlich erstmal so ein Ding, da kriegst du mal eben kurz eine Nachricht und dann zahlst du mal nochmal 20 Euro nach, damit du noch was kriegst und so, wie das halt bei ganz vielen anderen auch läuft.
Genau, das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen. Du bist auf 10 BBC gestoßen, hast gesehen, es kostet 79 Euro, warst skeptisch. Was hat dich dann aber letztendlich überzeugt, dass du es doch machst? Ja, letztendlich, wie gesagt, hat mich überzeugt dann die authentische Art, die er so rüberbringt, halt in der Werbung, die er so spricht, halt und so ein bisschen Vertrauen ist einfach da gewesen. Und dann kam natürlich der Aspekt bei mir dazu, die Gesundheit, bis ich mir dann gesagt habe, halt, du hast so viel Geld ausgegeben für möglichen Mist, alles, warum nicht einfach mal jetzt diese knapp 80 Euro in deine Gesundheit investieren, ne? Genau. Und es gibt ja letztendlich auch diese 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, sodass man eigentlich ja Genau. wenig verlieren kann. Ne? Richtig. Okay. Also dann gehen wir doch einfach mal gleich so richtig rein ins Eingemachte. Was ist dir bei 10 BBC letztendlich am leichtesten gefallen oder leichter, als du eigentlich gedacht hättest? Was ist mir am leichtesten gefallen? Das viele Essen. Ja. Kann ich, glaube ich, gut sagen. Ja, Okay. also ist ja schon sehr komisch, dass man da halt sehr viel isst und ich auch viel, viel mehr essen durfte und konnte als früher. Oder zumindest man darf viel essen. Man muss nicht, sondern man darf und man muss sich da auch nicht zurückhalten, solange man eben 10 BBC-konform ist. Okay. Also es ist natürlich sehr, sehr witzig irgendwie, weil es ja auch gerade bei vielen anderen Diäten und Ernährungsprogrammen ja nicht so ist. Da heißt dann irgendwie immer Einschränkung, frisst die Hälfte, wie auch immer. Ja, genau. Es ist sicherlich gut zu wissen, dass es keine Hungerdiät ist. Ja, Oder richtig. Also, kein. das kann ich wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, dass es keine Hungerdiät ist. Und was mich natürlich unwahrscheinlich auch sehr, sehr positiv gestimmt hat, war, ich musste jetzt nicht dahinsetzen, irgendwelche Kalorien zählen, Fette zählen, keine Ahnung, irgendwas. Ich konnte mich voll und ganz wirklich auf dieses Programm und dieses Konzept konzentrieren, weil es ja auch völlig einfach ist irgendwo, ne? Und man muss gar nicht viel tun dafür. Okay. Das heißt, das haben wir jetzt bisher noch gar nicht angesprochen. Du hattest mit 160 Kilo angefangen, hast du gesagt, oder? Also ja, im Januar, also den Start am 11. Februar habe ich mit 158 gemacht, ja. 158 Kilo, okay. Und nach 10 Wochen hattest du wie viel Kilo weg? 33,4. 33,4 Kilo. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Jetzt kann natürlich nicht jeder erwarten, dass es diesen Erfolg hat. Man muss dann schon auch ein relativ großes Ausgangsgewicht haben, um so viele Kilos wegzubekommen. Aber ich glaube, es spricht schon dafür, dass einiges hinter diesem Programm steckt. Ja. Funktioniert auf jeden Fall. Ne? Genau. Und was würdest du sagen, ist dir am schwersten dann letztendlich gefallen? Am schwersten hatte ich so, was heißt, ich sag mal zu den Sportvideos, die wir gemacht haben, das war am Anfang natürlich keine Beweglichkeit, ganz logisch. Und das ist mir schon ein bisschen schwer gefallen, da so ein bisschen dran zu bleiben. Ja. So ein bisschen Sport zu machen. Auf der einen Seite hat man so ein bisschen das Verpflichtungsgefühl gehabt, man muss diese Workouts machen für sich. Weil das gehört zu diesem Programm dazu, sonst funktioniert das alle nicht irgendwo. Bis ich aber letztendlich dann für mich den Weg gefunden habe, erstmal was Einfacheres zu finden für mich, was halt für mich und meinen Körperbau halt attraktiver war Okay. damals. Also jetzt auch die 10 BBC Workouts, waren die letztendlich dann ein Problem für dich oder hast du dich daran gewöhnt und konntest das dann ganz problemlos machen? Nee, die sind auch heute noch ein Problem für mich letztendlich, weil das ist, ich sag mal einfach, das ist ja schon eine richtige Sportsgranatentechnik, die wir ja treiben. Was jetzt letztendlich nicht schlimm ist, aber wenn man ein Mensch ist mit 160 Kilo oder 158 Kilo, da dann irgendwie den Strampelmann zu machen, ist das schon super schwer. Ja, Ja, wobei von daher. du hast mir ja Fotos geschickt, das zeige ich jetzt mal, das spiegelt zwar ein bisschen, aber hier, Dirk ist mittlerweile dann scheinbar doch irgendwo auch zur Sportskanone geworden. Hier unterwegs mit Gewichten an den Beinen. Das heißt, welche Art von Bewegung betreibst du dann jetzt? Also es fängt ja schon damit an, durch die ganze Ernährungsumstellung fühlte ich mich viel aktiver und hibbeliger und ich sage immer so ganz gerne, man fühlte sich, als wenn man auf Ecstasy unterwegs ist irgendwie. Und man hat auf einmal so viel Kraft und Lust und Elan, irgendwas zu tun. Und ich bin halt einfach viel mehr zu Fuß gelaufen, habe das Auto einfach stehen lassen und bin halt im Bus gestiegen und dann die Tipps so ein bisschen verfolgt, 2 Haltestellen vorher aussteigen, erstmal das zu lernen, so ein bisschen Bewegung wieder, ne? Bis ich dann letztendlich irgendwann mal bei 4 bis 5 Kilometern Fußweg angekommen bin, die ich da so täglich immer gelaufen bin, einfach. Nur durchgehen, ne? Etwas schneller gehen, aber ganz locker. Okay. Das war schon eine ganze Menge. Ich meine, diese Gewichte, wie wir gesehen haben, die habe ich auch hier, die trage ich auch heute noch. Immer, wenn ich mal rausgehe und laufe, Ja. einfach nur so zum Spazierengehen, das hilft mir schon so ein bisschen.
Okay, super. Ja, es sind einfach die kleinen Sachen, an die man sich, man muss einfach mal anfangen und dann das aus 500 Metern werden dann irgendwann 700 Meter, etc., etc. Super, also ich hatte sehr riesen Respekt auf jeden Fall von meiner Seite und ich glaube auch von sehr vielen Leuten, die deine Entwicklung jetzt über meine Facebook-Seite zum Beispiel mitbekommen haben oder auch deine eigene. Also da ist wirklich, kannst wirklich sehr stolz drauf sein, Dirk. Ich Ja. würde mal vorschlagen, dass wir direkt in die Fragen gehen, die ein paar der Facebook-Freunde, sage ich jetzt mal, gestellt haben. Es waren ein paar Leute dabei, die waren sehr fleißig mit den Fragen, also der Disco-Jürgen zum Beispiel oder die Jolanda Bachmann. Die Dani Maywald hat sich gefragt, wie hast du es geschafft, dich an den Plan zu halten, wenn du Stress hattest, sodass du nicht kochen konntest? Ja, das ist natürlich eine Frage, die stellt sich jeder. Kochen, schaffe ich das nicht? Klar, vorkochen gibt es einmal die Möglichkeit zu sagen, dass ich mir für den nächsten Tag schon was vorkoche oder dass ich abends auch mal koche oder einfach einen Tag vorher schon mehr koche einfach. Natürlich besteht da immer die Gefahr zu sagen, abends nochmal aufzustehen und ich hau mir nicht noch den Rest von der Pfanne rein. Das ist natürlich gefährlich, aber das zu schaffen war eigentlich nicht schwer, weil ich wollte das einfach. Ich fühlte mich nicht mehr wohl und wollte einfach meiner Gesundheit jetzt was Gutes tun. Ich habe gemerkt, nach 5 Tagen oder nach der ersten Woche schon, dass ich so viel an Lebensgefühl gekriegt habe, dass ich da einfach nur noch dranbleiben wollte. Wenn ich jetzt nicht kochen konnte, dann ist es klar. Jeder weiß es mittlerweile oder der das Programm gekauft hat, der weiß, was er essen darf und was er essen kann und auch soll. Und gut, dann gab es einfach nur mal halt ein paar Paprika, irgendwie so ein paar Schnitzelchen oder ein paar Gurken dabei oder sowas. Halt, dann muss ich halt nicht kochen, hab dann halt abends dann gekocht, wenn ich nach Hause kam, ne? Okay. Die nächste Frage von der Angie C. Wie hast du sogenannte Fressattacken bzw. Heißhungeranfälle, wenn du sie hattest, in den Griff bekommen? Ja, jetzt kommt die richtige Lösung. Fressattacken, wenn man die hat. Ja, was habe ich dann gemacht? Ja, dann bin ich losgegangen und habe mir eine Dönertasche gekauft. Ja, wirklich jetzt? So ist das, genau. Und dann habe ich da 2, 3 Mal reingebissen und dann hat mich schon das schlechte Gewissen wieder eingeholt, dass ich den Rest liegen lassen habe. Und da war erstmal war die Attacke, diese Fressattacke war erstmal befriedigt und war weg. Okay. Also es war nicht so, dass ich da voll strikt durchgezogen habe, habe gesagt, ich habe nicht mal kurz genascht oder sonst irgendwas. Okay. Das heißt, es war aber nicht so, dass auf dem Weg zum Dönerladen dann die Fressattacke schon wieder vorbei gewesen wäre. Nee, nicht wirklich, weil es hat sich ja, wenn so eine Fressattacke ist, dann kreiseln ja sämtliche Gedanken um dich herum. Und ich habe es am Anfang auch versucht, mit einem Buch zu lesen oder mich abzulenken. Aber ein Buch zu lesen, wo man sich 2 Sätze nicht merken kann, weil die Fressattacke so hart ist, ne, ist schon extrem. Also von daher, Okay. es war dann aber nach 2, 3 Bissen war das vorbei. Okay. Das ist Also. auch eine sehr interessante Lösung. Also, und wenn das wirkt, dann ist das vielleicht auch ein Ansatz, den man mal probieren kann, jeder für sich selber. Ja. Okay. Der Jürgen fragt, hast du darauf Acht gegeben, wann du was isst? Also, ob Eier eher morgens, Fleisch mittags, Salat abends oder Hülsenfrüchte eher mittags oder abends? Ja, also ich habe schon darauf geachtet, dass ich halt, was heißt geachtet? Ich esse ja gerne Eier und klar, ich habe sämtliche Eier in sämtlichen Variationen gegessen, ne? Spiegeleier, Rühreier, alles, was man so kennt, Omelette und schön aussehend, nicht gut aussehende Eier und sowas halt alle. Ja, die hingen mir natürlich auch zum Hals raus irgendwann mal, aber ich habe da nicht ganz besonders darauf geachtet, dass ich jetzt wirklich nur abends Eier esse oder morgens Eier esse. Ich habe einfach das gegessen, was ich essen darf, also Fleisch, Eier, Eiweiß, Proteine etc., den Salat, wenn ich dann den Hunger hatte. Und dann habe ich halt so ein bisschen darauf geachtet, dass die Zeiten so ein bisschen eingehalten wurden, also die Abstände halt, ne? Okay. Gut, und ich habe ja auch auf deiner Facebook-Seite gesehen, irgendwie, da hattest du einen Berg von Eierschachteln, Ja. irgendwie, dass die Hühner bei euch immer kurz arbeiten müssen wegen Ja. dir. Ja. Die Hühner, die sind schon am Meckern, ja. Die müssen Ja. immer kurz jetzt Eier legen, seitdem ich dieses Programm Hey mache. Dirk, mach mal ein bisschen langsamer. Ganz genau. Okay. Die Jolanda Bachmann und der Jürgen hatten eine ähnliche Frage, nämlich was die Ferien anbelangt. Ich weiß nicht, ob du 10 BBC und Ferien irgendwie verbunden hattest. Ob du es geschafft hast, jeden Tag dann in den Ferien auch 10 BBC konform zu essen, beziehungsweise weil man ja im Urlaub zum Beispiel länger schläft oder auch mal gerne ein bisschen mehr Alkohol trinken könnte. Wie hast du diese Erfahrung auch gemacht?
Also, ja gut, ich sag mal, Alkohol trinken ist auch ein Thema, ist ganz klar, ist bei mir nicht anders wie bei vielen Menschen auch wahrscheinlich. Nur dass ich es halt jetzt nicht täglich tue oder sonst irgendwas, aber wenn ich ab und zu mal Lust hatte, dann bin ich auch raus und habe mir auch ein Bier getrunken, auch zwei und drei und mehr. Länger schlafen ist so ein Thema, konnte ich sowieso noch nie, von daher auch im Urlaub, aber dieses regelmäßige Aufstehen, das macht ja schon auch Spaß irgendwo, dass man, ich meine, man muss sich jetzt nicht den Wecker stellen im Urlaub um 7 oder um 8. Wenn ich natürlich bis um 7:30 geschlafen habe, dann habe ich auch bis 7:30 geschlafen und habe aber dann zugesehen, dass ich wenigstens in der nächsten Stunde circa was frühstücke auf jeden Fall. Okay, also wie eben vorgegeben ist, glaube ich, auch in der ersten Stunde oder ersten halben Stunde. Eine Stunde sollst du auf jeden Fall was essen. Genau, Eier, Proteine etc. Genau. Okay, die Yolanda meinte erneut, wenn es zum Beispiel bei Einladungen nicht möglich war, nach 10 WBC zu essen, wie hast du das dann gemacht? Also ich glaube, ich bin heute davon überzeugt, dass das auch bei Einladungen möglich ist. Letztendlich findet man auf diesen Tischen immer was, was man essen darf. Ja. Natürlich ist es sehr schwer zu sagen, ich greife jetzt zu dieser schönen Paprika, die da auf dem Tisch liegt, und daneben liegt gleich die Schnitzelpfanne oder so. Das ist natürlich super schwer, sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber eigentlich hat das immer gut geklappt, dass immer irgendetwas da war, was ich dann essen konnte. Okay. Die letzte Frage, die über Facebook kam, inwiefern hast du deinen Ernährungsplan gelockert nach den 10 Wochen und hast du damit immer noch Erfolg? Gelockert habe ich den Ernährungsplan jetzt in der Tat halt wirklich knapp 6 Wochen lang, konnte 6 Wochen lang auch wirklich gut mein Gewicht halten dadurch, aber gelockert inwiefern, dass ich mal ein Brötchen wieder gegessen habe oder auch mal eine Scheibe Brot halt gegessen habe, was letztendlich aber auch nicht schlimm war. Ich habe mein Gewicht super gut halten können, wie gesagt, und bin seit 2 Tagen jetzt wieder straight dabei und sage, jetzt laufe ich nochmal wieder, weil ich möchte gerne nochmal 15 Kilo weiter verlieren. Okay. Und denke einfach, das ist eigentlich auch gar nicht schwer, dieses Essen einfach zu verwirklichen. Das ist heute so, dass ich ja früher in den Mediamarkt gelaufen bin und habe mir einen Fernseher gekauft. Heute laufe ich zu WMF und kaufe mir da eine Pfanne, damit ich kochen kann. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Ich fühle mich auch heute wohl in der Gemüseabteilung irgendwo bei in irgendeinem Laden. Das muss ich schon sagen. Okay. Was mich sehr imponiert, ist einfach auch auf deiner eigenen Facebook-Seite. Wie nennt sich die nochmal? Abnehmen ist nicht schwer. Wie war das? Gesund und erfolgreich abnehmen ist keine Wissenschaft. Genau, so heißt das. Und hast ja auch ein paar Fotos von dir veröffentlicht, unter anderem auch mit deiner Tochter. Wo du bist so ein bisschen mit deiner Tochter, glaube ich, Zunge rausstreckst und so und, und auch schreibst über dein neues Lebensgefühl einfach. Ja. Inwiefern hat sich da dein Leben verändert, was das Lebensgefühl auch wirklich anbelangt? Also das ist unbeschreiblich. Du merkst, ich bin gerade sprachlos. Das ist einfach richtig toll. Ja. Klar, wie du gerade sagst, mit deiner Tochter so viel Blödsinn zu machen, rumzuhampeln und einfach nur lachen den ganzen Tag, Spaß haben und mit dem ganzen Kram. Früher konnte man sich nicht bewegen. Man war nach 2 Minuten kaputt so ein bisschen. Oder ich war nach 2 Minuten kaputt, nicht Mann halt. Und all diese ganzen Geschichten jetzt. Wenn meine Tochter ankommt und sagt, komm Papa, wir machen das, dann laufe ich los. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin ein Hibbeliger jetzt mittlerweile geworden. Ne? Okay. Und früher war das nicht möglich. Dieses Lebensgefühl, einfach ganz viele Sachen, die ich hier in meinem Heimatort, da steht beispielsweise seit gut 10 Jahren eine Saline. Die habe ich jetzt erst entdeckt in diesem Jahr. Aha. Es tut mir ja leid, das sagen zu müssen, aber es ist so. Okay, also da schließt sich jetzt irgendwie auch wieder so ein bisschen der Kreis mit der Anfangsfrage, zum Beispiel wegen den 79 Euro, weil ja viele Leute denken sich, ja, und das ist eine Abzocke und das kann man sich doch alles im Internet raussuchen und viel zu teuer. Wenn man es so betrachtet, mit dem, was du jetzt eigentlich gewonnen hast an Lebensgefühl, muss man sagen, ist ja nicht nur, sind die 79 Euro nicht nur gut investiert, sondern eigentlich sogar geschenktes Geld, oder? Das ist ja mehr als geschenktes Geld. Also diese ich sage es, die lächerlichen 79 Euro, sage ich heute, ja, die kann man zu dem neuen Lebensgefühl gar nicht aufwiegen. Das geht gar nicht. Okay. Das ist gar nicht machbar. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt für viele Leute, den viele Leute leider meines Erachtens nicht begreifen, dass sie sich so auf an diesen 79 Euro festmachen, abgesehen davon, dass es ja diese Geld-Zurück-Garantie gibt. Und es ist jetzt egal, ob das jetzt 10BWC ist oder ein anderes Programm, das ein ähnlich gutes Konzept dahinter hat. Leider sind ja die wenigsten Programme haben so ein gutes Konzept dahinter wie jetzt 10BWC.
Aber das ist eigentlich, wenn man bedenkt, wie viele Probleme die Leute mit sich rumschleppen, mit dem Gewicht, auch was Psychologie anbelangt, keine Lebensfreude und auch wirklich fast teilweise auch keine Lust mehr zu leben. Da ist es eigentlich, ja, ist es schade, wenn Leute sich dann von diesen 79 Euro, von diesem doch relativ kleinen Betrag, zurückhalten lassen. Ja. Heute ist es ja, also ich sag mal, es gibt ja auch Menschen, die sich halt vielleicht diese 79 Euro nicht leisten können, auf der einen, Das auch, ja. warum auch immer, gibt es leider halt. Klar, bei euch gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich mache bei diesen Ausschreiben mit oder dann mal so eine Challenge mitzumachen, das ist sehr toll, finde ich super. Letztendlich gibt es aber auch in jeder Stadt irgendwelche Gruppen, die einen unterstützen können oder helfen können. Letztendlich, ich sag mal, der Weg muss einfach gegangen werden, ne? Ja. Du verlierst nur, wenn du noch nicht angefangen bist. Da bin ich Ja. wieder. Siehst du mich? Ja. Ich war kurz weg. Nee, also auf meiner Seite warst du immer da. Ah, okay, alles klar. Ja, es gibt, wie gesagt, halt so Gruppen, die einen da unterstützen. Auch ich war im Januar halt bei einer Gruppe, wo ich gesagt hatte, ich wollte eine Magen-OP machen. Und also so ein Magen-Bypass halt. Und das war mit sicherlich auch so ein Auslöser zu sagen, das geht auch anders. Wo ich mich darüber informiert habe, das Thema durchzugehen, eine OP, was die da machen, du wirst aufgeschnitten und all so eine ganzen Geschichten halt. Für den einen oder anderen ist das vielleicht der einfache Weg, was aber nicht unbedingt funktionieren muss, sage ich mal einfach. Das hat Ja. mir so ein bisschen auch Angst gemacht und mich Okay. dabei auch unterstützt, dieser Gedanke. Okay. Wobei ich aber heute immer noch in diese Gruppe gehe Ja. und alle Leute um mich herum mir die Motivation geben und mich beneiden für das, was ich natürlich geschafft habe. Auf der einen Seite. Man hat immer wieder Erfolgsbestätigung auch da, ne? Ja, und ich vermute, dass du ja auch dann diesen Leuten jetzt auf diese Leute zugehen kannst mit deiner Erfahrung als Paradebeispiel zu sagen, hey Leute, ihr braucht diese OP vielleicht gar nicht, vielleicht ist es noch viel, vielleicht gibt es ja, wie ihr an mir seht, gibt es noch eine andere Lösung, die euch vielleicht genauso helfen kann, wie sie mir geholfen hat. Ja. Und das ist, Ja. glaube ich, auch sehr gut, wenn jemand wie du jetzt, der so diese Erfahrung gemacht hat, der einfach so viel an Lebensgefühl wieder zurückbekommen hat, der dann auch diese Erfahrung mit anderen Leuten teilt und sagt, und die Leute einfach auch inspiriert dann. Ja. Und deswegen, das ist ja auch jetzt hier der mit ein Grund natürlich, der Hauptgrund für dieses Interview, dass Leute dich sehen und sagen, Mensch, Dirk, 160 Kilo, 33 Kilo abgenommen, hat noch vor, weitere 15 abzunehmen, etc., Das ist ja jetzt etc. gelogen. Das ist ja jetzt Bitte? gelogen. Ich habe jetzt 43 Kilo abgenommen. Ah, okay, 43 sind ja mittlerweile schon, okay. Ich hatte 33 in den ersten 10 Wochen, ja. Genau, und jetzt sind es 43 und dann willst du jetzt nochmal 15 abnehmen. Genau, richtig. Okay, das heißt, dein Wunschgewicht ist was dann? Ja, ich bin so bei 99, möchte ich gerne einstielen. 97 noch lieber, damit ich ein bisschen Platz nach oben hin habe, falls noch was schief geht. Wenn der Tag schon mal ganz schmeckt oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber da möchte ich ganz gerne hin, das ist so mein Ziel. Okay. Apropos Dönertasche, da fällt mir noch ein. Es gibt ja bei 10 WBC auch den Schlemmertag. Nee, wie heißt er? Den Lowtag. Guttag, genau, Genau. ja. Wie hast du den erlebt? War das eine Hilfe oder wurde das vielleicht dann später sogar irgendwie so zu einer Belastung, weil sich der Magen eigentlich auf das gute Essen einstellt, langsam oder? Also es ist in der Tat so, diesen Lowtag hab ich selten genutzt. Sagen wir es mal so. Ich habe die erste Woche mal versucht, ich habe früher Kaffee, Milch, Zucker getrunken und habe dann nach einer Woche Schwarzkaffee trinken mal wieder versucht, so den ersten Kaffee zu trinken mit Milch und Zucker. Das ging gar nicht gut. Da habe ich zwei Schluck von genommen und da war ich fertig damit. Und diesen Low-Tag nutze ich jetzt oder habe ich nicht genutzt, dass ich dann irgendwelche Klamotten in mich reingeschoben habe oder sonst irgendwas. Wenn ich dann Bedürfnis danach hatte, jetzt wirklich mal was zu essen, wo ich Bock drauf habe, dann habe ich das einfach getan. Ja, ich habe mich da jetzt nicht wirklich 6 Tage mal kurz klar straight daran gehalten und gesagt, ich mache es am 7. Tag und hau dann alles in mich rein. Ich habe das immer für mich so erklärt und gesagt, wenn man einen Heroinsüchtigen hat und dem sagt man 6 Tage die Woche darfst du kein Heroin spritzen, aber am 7. gibst du dir mal ein. Dann ist das genau der gleiche Effekt, als wenn ich sage, 6 Tage in der Woche darfst du nicht gut essen und dann am 7. Tag kannst du mal richtig Gas geben. Okay. Das ganz viele Leute berichten halt, ne? Es geht dir schlecht oder man merkt es auch schon, wenn man dann mal was isst. Mal was anderes ist wieder wenn man dann zu der großen Motorradclub-Kette fährt da, wie sie heißt, Ja. mit dem gelben M da,
Und dann merkt man schon, dass es nicht so toll ist. Was mich noch interessieren würde, du hattest jetzt gesagt, dass du jetzt seit 2 Tagen wieder dabei bist bei 10WBC, beim Programm, weil du eben noch die nächsten 15 Kilo abnehmen willst. Würdest du jetzt rückblickend, würdest du, es gibt ja mittlerweile auch die 10WBC-DVD, würdest du rückblickend lieber in die DVD investieren oder das Online-Programm machen, das ja dann nach 12 Wochen letztendlich wieder weg ist, aber 20 € günstiger ist? Also letztendlich glaube ich, kommt es auf diese 20 € jetzt auch nicht mehr an, aber ich würde lieber wieder diese 12 Wochen wählen, halt das Programm einfach aus dem Grunde schon alleine wegen der Community, wegen dem Forum, was man dort hat, wo man halt Unterstützung kriegt, wo man Leute kennenlernt, also übers Netz halt, wo man sich so ein bisschen unterstützen kann miteinander. So eine DVD ist wie ein Videofilm, den gucke ich mir einmal an, dann steht der im Regal, vielleicht ein zweites Mal, wenn ich Glück habe. Aber von daher würde ich sagen, also ich würde auf jeden Fall immer wieder diese 79 € vorziehen und sage, ich nehme dieses Programm, ja. Das heißt, du machst das jetzt dann auswendig sozusagen aus dem, was du von dem, was du dich erinnerst, oder du zahlst jetzt nochmal für das Programm dann? Also ich mache das jetzt, ich meine, das hat sich alles eingelebt und eingebrannt in dieses Leben, also dieses Konzept, das ist mir im Kopf gebrannt, das ist auch hängen geblieben. Und ich weiß, was ich tun muss und was ich darf. Und genau danach lebe ich jetzt halt auch wieder. Ne? Super. Dirk, wo kann dich jemand am besten erreichen, wenn er Fragen hat an dich, wenn er einfach mit dir Kontakt aufnehmen will? Ja, ich hatte ja auch schon auf meiner Seite drauf, auf die Seite darauf hingewiesen, ist einmal die gesund, erfolgreich abnehmen ist keine Wissenschaft. Ist die Seite hier bei Facebook halt. Dort gibt es auch eine E-Mail-Adresse, die dann heißt dirk.brod@t-online.de, wo mich auch schon einige Leute darüber angeschrieben haben, um Tipps zu bekommen. Ich mache natürlich gerne das über die Seite, um halt möglichst viele Menschen auch zu erreichen und damit auch zu motivieren. Letztendlich, die Fragen wiederholen sich auch immer wieder. Ne? Bevor man dann jeden Einzelnen immer eine Frage beantwortet, dann halt lieber über die Seite eigentlich. Ne? Genau. Also ich werde das natürlich, wenn ich das Video einbaue in meiner Webseite, werde ich auch dann den Link zu deiner Facebook-Seite unten unter dem Video anbringen. Aber wer suchen will auf Facebook, gesund, erfolgreich abnehmen ist keine Wissenschaft. Genau, richtig. Ja, okay. Super. Dirk, willst du noch irgendwie was hinzufügen? Irgendein letztes Wort an die Zuschauer, die vielleicht die noch auf diesen Erfolg warten, den du schon hinter dir hast? Ja, ein letztes Wort hört sich immer so gut an, sage ich ganz gerne. Also ich kann es wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen, dieses Programm zu machen. Das ist jetzt hier nicht die Werbeshow, wie auch immer, für Deadlift die Soest. Aber ich glaube einfach, dass durch diese Motivation, durch die Authentik, die er dann halt rüberbringt, dass er jedem Einzelnen helfen kann. Und dieses Gefühl, diesen Weg zu gehen und das neue Lebensgefühl, was ich jetzt habe, das kann ich eigentlich gar nicht beschreiben. Und das möchte ich auch ganz gerne, dass es vielleicht viele andere auch nochmal erleben können und dürfen. Wie gesagt, erreichen kann man mich halt über die Seite, wie auch immer. Und auch private Treffen haben auch schon stattgefunden, dass man sich einfach mal austauscht miteinander. Ich gründe auch gerade einen Verein zu dem Thema und ist halt, also ich bin da sehr aktiv gerade unterwegs. Ich möchte also schon ganz gerne viele Menschen erreichen damit. Super. Also, wie gesagt, die herzliche Einladung an alle, die es interessiert, sich mit dem Dirk über seine Facebook-Seite zu verbinden. Dort kann sich jeder austauschen und wie Dirk schon sagte, ist auch für alle Leute, die in und um Hamm wohnen, verfügbar für Treffen und in seinem Verein, den er demnächst gründen wird. Dirk, ganz herzlichen Dank dir. Wir bleiben in Kontakt. Ich möchte natürlich sehr, sehr gerne wissen, wie es mit dir weitergeht. Bitte berichte darüber auch auf unserer, oder auf meiner 10WBC Facebook-Seite. Würde mich freuen. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Und ich denke, wir haben mit diesem Interview, oder du hast mit diesem Interview sicherlich vielen Leuten Mut gemacht, dass es auch für sie durch dieses Programm Hoffnung auf ein neues Kapitel zum Thema Lebensgefühl geben kann. Richtig. Also ich denke, ich hoffe es einfach, ich hoffe es einfach, sage ich mal einfach. Ich bin kein Star, ich bin kein Promi oder sonst irgendwas. Ich bin ein normaler Bürger, der es auch probiert hat, der es geschafft hat. Und ich kann einfach nur sagen, es ist okay, das ist keine Abzocke. Und 79 € mal eben kurz für die Gesundheit ist nicht so viel. Genau.
Herzlichen Dank nochmal, Dirk, und bis demnächst dann. Gerne, Dankeschön.